Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Willkommen zurück auf meinem Kanal, heute zum Nikolaustag mit Türchen 6. Auf unserem Weg nach unten, der Untergrund ändert sich irgendwie, finden wir eine Schule von Laternenfischen, die vorbeischwimmen und wir nehmen an, dass sie, und weil diese Schule so groß ist, nehmen wir an, dass sie sich scheinbar wohl sehr schnell reproduzieren müssen, höchstwahrscheinlich exponentiell. Wir finden das so interessant, dass wir versuchen wollen, das zu simulieren. Und hier ist das, wie es läuft. Jeder Fisch, wir nehmen an, dass jeder Fisch einen internen Timer hat. Also eine innere Uhr. Und wenn dieser Timer abgelaufen ist, dann entsteht ein Babyfisch. Und der Timer wird wieder zurückgesetzt. Wobei die frischen neuen Babyfische, die brauchen ein bisschen was länger, um geschlechtsreif zu werden. Also wir gehen davon aus, dass nach 9 Tagen, ja, von 8 bis einschließlich 0, nach 9 Tagen reproduzieren sich die Babys. Und ansonsten brauchen erwachsene Fische, also nach 8 Tagen sind sie erwachsen und reproduzieren sich. Und ansonsten, wenn erwachsene Fische auf einen internen Timer von 0 gefallen sind, werden sie zurückgesetzt auf die 6. Ja, also jeder neue Fisch zählt von 8 herunter, jeder bereits bestehende Fisch von 6. So sind die aber unterschiedlich alt, also die haben unterschiedliche interne Timer. Uns ist wieder ein Beispiel gegeben: 3,4,3,1,2. Ja, also wir haben hier 5 Beispielfische, jeweils mit einem internen Timer, der jeweils schon bei 3, 4, 3, 1, 2 steht. Und hier wird einmal durchexerziert, wie sich diese Beispielpopulation also entwickeln würde. Nach einem Tag entwickelt sich die 3 zu 2, nach einem weiteren Tag zu 1, nach einem weiteren Tag zu 0 und dann zurückgesetzt zu 6. Aber noch interessanter ist hier diese 1. Nach einem Tag fällt die auf eine 0, wird zurückgesetzt auf eine 6 und es entsteht ein Babyfisch. So, aber grundsätzlich gilt halt für alle diese Zahlen: 3 geht zur 2, 4 geht zur 3, 3 geht zur 2, 1 geht zur 0, 2 geht zur 1. Und immer wenn ein 0 entsteht, entsteht zugleich ein neuer Fisch. Das ist mal eine interessante Aufgabenstellung, von der ich ausgehen würde, dass es durchaus naive Ansätze gäbe, die in der Theorie diese Aufgabe lösen, aber auf Computersystemen nicht funktionieren würden. Nämlich zum Beispiel, nämlich wenn ich eine eigene Klasse für jeden Lanternfisch programmieren würde, die diesen internen Timer kennt, der mit jedem Tag runterzählt und ich dann über eine For Loop an jedem Tag über all diese Fische drüber gehe und sage, okay, dein interner Timer wird um 1 zurückgesetzt oder es entsteht ein neuer Fisch und dann wirst du zurückgesetzt und so weiter und so fort. Wenn ich versuche, jeden einzelnen dieser Fische zu tracken, nachzuvollziehen, dann läuft mir irgendwann mein Arbeitsspeicher voll. Und ich glaube, diese Aufgabe könnte dazu designt sein, dass es entweder einfach nur von der Laufzeit her zu lange dauert oder wir gar nicht genug Speicherplatz haben. Ich habe das jetzt nicht durchgerechnet oder abgeprüft, aber das könnte eine dieser Aufgaben sein, wo der unmittelbar naive Ansatz, diese Aufgabe umzusetzen, an technischen Hürden scheitert. Wie gesagt, obwohl natürlich diese Idee, jeden einzelnen Fisch zu tracken, technisch gesehen, prinzipiell gesehen, durchaus zu einer Lösung führen müsste, es könnte nur einfach Jahre dauern, aufgrund des exponentiellen Anstieges. Aber das ist wirklich nur pure Spekulation. Kein Mensch hat eine natürliche Intuition oder ein Gefühl dafür, wie exponentielle Prozesse sich wirklich entwickeln. Wie dem auch sei, natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Aufgabe vernünftig zu lösen. Ich habe das also wie eh und je schon mal vorausprogrammiert. Eins dann übrigens noch dazu angemerkt, also dieses Beispiel mit den 5 Startfischen ist relativ klein. Ich habe hier, das ist mein individualisierter Input. Hier ist schon die Startpopulation relativ groß. Achso, und final die Aufgabe ist, dass wir also uns anschauen sollen, wir sollen simulieren, wie groß diese Population, auf wie viele Fische diese Population nach 80 Tagen angewachsen wäre. Für das kleine Testbeispiel, wir fangen mit 5 an,
haben nach 18 Tagen 26 Fische, aber nach 80 Tagen bereits annähernd 6000. So, das habe ich implementiert. Ich habe das mit den Asserts abgecheckt und das stimmt soweit. Habe ich auch schon mal den Code vorbereitet, um meinen individualisierten Input durchlaufen zu lassen. Habe es aber wie sonst auch noch nicht ausgeführt. Aber schauen wir uns erstmal den Code an. Ich habe mir also hier wieder das Testbeispiel in den Code reinkopiert. Ich habe eine Klasse LanternFish erstellt von Object. Die macht nichts, das heißt, die LanternFish-Klasse ist eine Kopie von Object. Warum sollte man das machen? Das hat jetzt technisch keinen weiteren Grund. Ich fand es nur witzig, weil ich hier unten meine Klasse School, wir haben eine Schule von Laternenfischen. Und ich fand es irgendwie witzig, wenn diese Schule nicht von Object, sondern von LanternFish ableitet. Also eine School of LanternFish. Aber natürlich könnte ich auch einfach direkt Object reinschreiben und gut wär's. Haha, was für ein Witz. Die School of Lanternfish at heart, an ihrem Herzen, ist ein Dictionary. Und hier kommt jetzt der Clou. Unsere Fische haben in Bezug auf die Simulation exakt einen von 9 Zuständen. Sie sind Tag 0, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7 oder Tag 8. Ja, ich muss nicht jeden Fisch einzeln tracken. Ich kann auch einfach zusammenfassen. Ich habe so und so viele Fische, die einen internen Timer von Tag 8 haben. Ich habe eine andere Anzahl von Fischen, die einen internen Timer von Tag 7 haben, 6, 5 und so weiter. Ja, also ich fasse meine Fische, ich gruppiere sie nach dem Zustand ihres internen Timers, was die für unsere Simulation das einzig relevante Unterscheidungsmerkmal dieser Fische ist. So. Und das ist genau die Idee. Wir haben also ein Dictionary, das am Ende des Tages exakt 9 Einträge hat, nämlich 0, 1, 2, 3, 4 bis 8. Entsprechend wird auch hier in der Init, im Konstruktor, in der Initialisierung auch nichts anderes gemacht als ein Dictionary für alle 8 Einträge. Hier i, ne? I, Range 9, also 0, 1, 2, 3, 4, bababab, bis 7, 8. Also ein Dictionary vorbereitet, das genau diese 9 Slots kennt und für jeden Eintrag erstmal mit 0 vorbereitet wird. So, dann gibt es eine Funktion Day. Da kann ich angeben, wie viele Tage ich simulieren möchte. Und dann sage ich, na, for every single day, ja, für jeden einzelnen Tag in der Range von Amount, rufe Self Single Day auf. So, ein Single Day ist jetzt die Hauptroutine, die eigentliche Repopulation simulationstechnisch abbildet. Was passiert hier? Der Kernbestandteil ist, dass ich die Einträge 1 bis 8 durchgehe und sage, immer was am Eaton-Eintrag stand, also da, wo der interne Timer i war, wird jetzt übertragen nach i-1. Ja? Also für den ganzen Inhalt aus Data i wird der interne Timer jetzt um 1 reduziert. Die ganze Gruppe wird 1 nach vorne gezogen. Allerdings, weil dabei natürlich Data 0 überschrieben würde, speichere ich mir das hier vorher als 6 raus, weil das die Fische sind, die dann, man sieht es hier schon, der Gruppe 6, ja, wenn sie resettet werden, dann werden sie ja Teil der Gruppe 6 für die Reset-Fische. Genau, also die 6 werden dann auf den Tag 6 drauf addiert. Aber auch, es entstehen ja jetzt neue Babyfische. Also wie viele am Tag 0 auch immer gewesen sind, jeder einzelne von ihnen produziert einen Tag 8 Fisch. Das heißt, Tag 8 wird auch mit 6 überschrieben. So, dann gibt es noch die Funktion Population, die einfach nur durch alle Einträge des Dictionaries durchgeht und sie aufsummiert. Und wenn man da mal reinschauen möchte, für Debug-Zwecke habe ich gesagt, ja, okay, dann die String-Methode angewandt auf Instanzen meiner Klasse zeigt einfach nur das Dictionary-Data. Das ist überhaupt der Punkt, also diese ganze Klasse hier ist ein bisschen Augenwischerei. Der Knackpunkt ist, dass ich die Schule einfach als ein Dictionary darstelle und die Klasse nur dazu benutze, den Zugriff auf dieses Dictionary ein bisschen zu semi-automatisieren. Ansonsten macht diese Klasse ja nicht sonderlich viel. So, wirklich Knackpunkt ist, dass ich mich hier darauf verlasse, dass Dictionaries als Hashmaps für mich die Speicherung und Ordnung übernehmen.
So, dann gibt es noch eine letzte Funktion, Ini School. Ich könnte sie auch Init School nennen. Ja, machen wir das mal. Das dann so beim Beschreiben erst so auffällt. Ja, hau rein. Hier auch. Bam, 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 bam. So. Init School. Genau, die macht nichts weiter als aus diesen Strings, wir hatten es ja ganz oben gehabt, hier der kleine knappe String für das Fallbeispiele, aber auch auch der individualisierte Input, liest so ein String ein, zerlegt den anhand der Kommatas und wandelt alle Zahleneinträge in Integers um. Dann erstelle ich mir meine School Instance und für jeden Fisch in meiner Init Population rechne ich dann auf das Datenarray entsprechend einen Fisch mehr auf, gebe die School Instance zurück. So, in den Resources erstelle ich mir meine Schule. Ich lese meinen individualisierten Input ein, erstelle auch dafür eine Schule. Ich habe hier die Tests, wie gesagt, schon durchlaufen lassen. Ja, also nach 18 Tagen hätten da 26 Fische sein sollen. Nach 80 Tagen bzw. weiteren 80 minus 18, also 62 Tagen, müssten da 5.934 rauskommen. Tun sie auch. Also schauen wir uns jetzt an, was passiert mit der echten Schule. Wir kommen auf, was sind das? 359.000. Ich muss wirklich dazu sagen, ich habe kein Gefühl dafür, ob der naive Ansatz hier funktioniert hätte. Das klingt schon relativ hoch, aber so hoch? Ich weiß es nicht. Also vielleicht hätte der naive Ansatz hier vielleicht auch doch funktioniert. Aber gucken wir mal, ob das die richtige Antwort ist. Und das ist die richtige Antwort. Dann schaue ich mir mal Part 2 an und wir hören uns in 2 Sekunden wieder. Ich habe den Part 2 noch nicht gelöst, aber jetzt habe ich gesehen, woraus der Part 2 besteht. Und ich wollte an der Stelle sagen, also der naive Ansatz wäre hier auf jeden Fall gescheitert. In wenigen Augenblicken werden wir sehen, ob mein Ansatz dem standhält. Aber der Knackpunkt ist der folgende, ne? Wir starten wieder mit, also für den ihrer Erklärung, ja? Wir starten mit den 5 Startfischen aus dem Beispiel und nach 256 Tagen haben wir 1, 2, was ist das schon, Millionen, Milliarden, 26 Milliarden, 984 Millionen, 457.539 Fische. Wenn ich da wirklich jeden einzelnen Fisch tracken wollen würde, dann müsste also für jeden, also müsste ich für den letzten Tag, für den 256. Tag, müsste ich eine Vorschleife über 26 Milliarden einzelne Fische abhalten. Das mag für den 26. Tag vielleicht noch gehen, aber bis dahin muss man ja, das mag für den 256. Tag vielleicht noch durchführbar sein. Man darf aber nicht vergessen, dass man ja noch 255 Tage davor ja auch durchsimulieren muss. Also hier glaube ich schon, dass der naive Ansatz würde hier auf jeden Fall vor die Wand fahren. Zumal hier sprechen wir halt von dem Testbeispiel, wo wir mit 5 Fischen gestartet sind. In Wahrheit aber der individualisierte Input ist ja schon von vornherein her wesentlich, wesentlich größer. Also hier bin ich einmal gespannt, was da für eine Zahl rauskommt und ob ich dafür überhaupt noch den Namen kenne. Aber dazu mehr in wenigen Sekunden. Okay, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet. Im Übrigen, wer wusste eigentlich, dass man bei Python Zahlen der Lesbarkeit halber mit einem Underscore strecken darf? Bitte mal melden. Oder in die Kommentare. Ja, an dem Code ändert sich überhaupt nichts. Wir müssen ihn einfach nur entsprechend länger durchlaufen lassen. Dann schauen wir mal. Ich habe auch entsprechend an meinem Code nichts geändert. Wir können hier gerne nochmal vorsichtig hochscrollen, dass ihr das alles mitsehen könnt. Ich habe hier an der Init School, ich habe nichts geändert. Hier an der Klasse, ich habe nichts geändert. Gar nichts. Schauen wir einfach mal, ob das jetzt out of the box läuft. Ja, läuft's. So, jetzt schauen wir mal, habe ich. Kenne ich den Namen dieser Zahl? Was kommt nach einer Milliarde? Im Deutschen ist es eine Billion, ne? Müsste so eine Billion 629 Milliarden 570 Millionen 219.571. Im Englischen wäre das 1 Trillion 629 Billion 570 Millionen und so weiter und so fort. Aber gut, schauen wir mal, ob das die richtige Antwort ist.
bevor ich mich ja allzu früh selber feiere. Tatsache, das war die richtige Antwort. Okay, halt eine Sache noch, genau. Ich habe gestern vergessen, euch zu zeigen, was hier am fünften Tag als Bild rausgekommen ist. Ich nehme mal an, das hier soll so einer von diesen Geysiren oder Schloten sein, mit denen wir es gestern zu tun hatten. Hier oben die weißen Punkte, das sind der Rauch, das den Schloten aufsteigt. Die braunen Punkte hier sind der Meeresboden, der weiter herabsteigt. Und heute haben wir scheinbar ein bisschen mehr Wasser. Wie dem auch sei, morgen geht es mit Tag 7 weiter. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ciao, ciao.